Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video von mir. Diesmal in einer anderen Perspektive, als ihr das sonst gewohnt seid. Und ja, der Grund für dieses kleine Video ist folgender. Ich bin jetzt schon vermehrt immer mal wieder gefragt worden, wie ich denn meine Fäden halte, wenn ich Colorwork stricke. Und da ich gerade ein Colorwork-Projekt auf den Nadeln habe, und zwar ist das der Sleeping Sun Sweater, den ich angeschlagen habe, finde ich, könnte ich euch das anhand dieses kleinen Videos oder Tutorials, was auch immer ihr dazu sagen möchtet oder wie ihr es nennen möchtet, ja, möchte ich euch das gerne zeigen, wie meine Handhaltung ist. Es gibt tausend verschiedene Möglichkeiten, die Fäden richtig zu halten. Ich selber habe leider nie so richtig verstanden, wie man es schafft, auf der linken und auf der rechten Hand gleichzeitig jeweils einen Faden zu haben und davon dann halt zu stricken. Sondern ja, ich habe es irgendwann total verzweifelt aufgegeben und habe mir gedacht, okay, also entweder strickst du niemals Colorwork oder aber du musst dir eine andere Technik aneignen. Und ja, das habe ich auch getan. Und zwar halte ich, Entschuldigung, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Und zwar halte ich meine Fäden beide auf der linken Hand. Das heißt, ich, ja, vielleicht ganz zu Anfang noch eine Kleinigkeit. Ich hatte das schon mal in einem Podcast auch erwähnt, in einer Kategorie. Und zwar sprach ich da von Farbdominanz oder, ja, Color Dominanz, die auftritt, wenn man Colorwork strickt. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Und zwar rede ich hier davon, dass es immer eine Farbe gibt, die in den Vordergrund tritt und eine Farbe, die in den Hintergrund tritt. Bei meinem Beispiel hier ist es so, dass die dunkle Farbe in den Hintergrund getreten ist und die helle Farbe in den Vordergrund. Ihr könnt es immer ganz gut daran erkennen, dass man die Vordergrundmaschen oder die Vordergrundfarbe immer sehr gut erkennt, die einzelnen Maschen. Und die Hintergrundfarbe, wie ihr seht, wenn ich es also gerade halte, verschwindet wirklich links und rechts ein bisschen unter der dominanten Vordergrundfarbe. Da spricht man wirklich von, ja, Farbdominanz. Und das erreicht ihr. Das kann man also wirklich sehr gut einsetzen im Strickstück. Und man kann dadurch wirklich die Optik des Strickstücks verändern. Und wirklich die Farbe, die man gerade wirklich im Hintergrund und sehr prominent haben möchte, in den Vordergrund holen, so wie es bei mir im Moment der Fall ist mit dem Hellblau, und das Dunkle in den Hintergrund rücken lassen. Und das erreicht ihr, indem ihr Folgendes tut. Ihr packt den Faden, der in den Vordergrund treten soll, einfach nach vorne beim Stricken und den Faden, der in den Hintergrund treten soll, nach hinten. Eigentlich ist das wirklich ziemlich einfach zu merken, wie da die Fadenhaltung ist. Also vorne ist die Vordergrundfarbe und hinten ist die Hintergrundfarbe. Das funktioniert super gut bei mir. Ob das schlussendlich hinterher bei euch auch so funktioniert, das weiß ich nicht. Es ist wirklich, wie gesagt, nur ein kleines Tutorial und ein kleines, ich zeig's euch mal, wie ich das mache. So, ohne lange noch weiter über ja, unwichtige Dinge zu reden, fangen wir direkt an. Und zwar möchte ich gerne das Hellblau in den Vordergrund und das ja, Weinrot in den Hintergrund treten lassen. Und das mache ich folgendermaßen. Ich greife mir beide Fäden und gehe mit dem Mittelfinger und mit dem Ringfinger so in die Fäden. Ihr habt also den Hintergrundfaden auf dem Mittelfinger und den Vordergrundfaden auf dem Zeigefinger. Und zwar nehme ich mein Zeigefingergelenk zu Hilfe und trenne dadurch die Fäden. Die Fäden an sich klemme ich mir hier hinten mit dem kleinen Finger ein, sodass ich damit die Fadenspannung regulieren kann. Und der Rest funktioniert wirklich hinterher ja, durch das Festhalten und das Rübergleiten der Fäden über, also beziehungsweise hinter dem
Fingergelenk und vor dem Fingergelenk. Das ist also eigentlich kein Hexenwerk, meine Handhaltung. Zeigefinger steckt durch. Quatsch. Also, Hintergrundfarbe, Mittelfinger, Vordergrundfarbe, Zeigefinger. Ihr könnt euch das vielleicht auch anhalten, das Video, und es einfach dann mal nachmachen. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen geübt hat, dann ist es hinterher auch wirklich echt kein Hexenwerk mehr. Genau, und hinten klemme ich mir die beiden Fäden mit dem kleinen Finger ein. Von unten sieht das dann so aus. Ja, und das ist es. Und dann stricke ich einfach los. Und zwar verkreuze ich hier die Fäden auch nicht miteinander, sondern ja, stricke sie einfach so, wie sie kommen und wie mir das Muster es vorgibt, dass ich sie stricken soll. Ich verkreuze die Fäden erst ab einer Maschenzahl von 6, dass ich sie wirklich einmal zum Beispiel so hole, den Faden, dass ich sie wirklich einmal hinter dem Strickstück verkreuze. Ansonsten verkreuze ich die Fäden hinter dem Strickstück überhaupt nicht, denn für mich reguliert sich die Fadenspannung dadurch nicht besser oder nicht schlechter. Und deshalb spare ich mir diesen Schritt einfach. Und ich finde meine Strickstücke dadurch irgendwie immer so ein bisschen gleichmäßiger. Muss ich ganz ehrlich sagen, aber das muss eigentlich hinterher jeder für sich selber entscheiden, wie es am Ende gut aussieht bei ihm. Das geht also wirklich so schnell, als wenn ich normal stricken würde. Und es dauert nicht länger oder nicht kürzer als ein normales Strickstück zu stricken, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie es mit anderen Handhaltungen ist, weiß ich nicht. Wenn ich das bei anderen immer sehe, die wirklich auf dem linken und dem rechten Zeigefinger ihre Fäden haben und dann zack, 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 zack wechseln, finde ich immer ganz, ganz bewundernswert und ja, würde ich auch gerne können, aber ich glaube, diese Technik, so wie ich sie euch jetzt hier zeige, ist sicherlich für jedermann eigentlich gut umsetzbar und leichter zu erlernen, als ja, wenn man anfängt, den Faden links und rechts zu halten, weil ich selber bekomme es wirklich nicht hin, so umzudenken, dass die Fäden links und rechts einfach laufen. Ich ja, bin da irgendwie zu doof zu, will ich es ja gar nicht nennen, aber irgendwie, ja, ich kriege es einfach nicht hin und das gibt mir auch kein gutes Handgefühl. Und ich komme überhaupt nicht voran und dann dauert halt ein Strickstück auch dementsprechend lange. Und deshalb glaube ich einfach, dass das echt eine super schöne Alternative ist. Und ihr seht ja, es geht wirklich relativ flüssig und ja, ziemlich einfach, denke ich. Und ja, ihr seht, es ist sehr gleichmäßig. Die Fadenspannung ist super. Ich kann euch das auch gerne mal von hinten zeigen. Also die Spannfäden sind auch super gleichmäßig. Und ja, also traut euch ruhig ran an Colorwork. Es ist echt kein Hexenwerk. Und ich denke, wenn ihr das ein paar Mal geübt habt mit der Handhaltung, dann sollte das für euch auch machbar sein und dann solltet ihr das sicherlich auch hinbekommen mit der Fadenspannung, dass es hinterher nicht solche starken Spannfäden gibt, dass man es hinterher, wenn man das Strickstück blockt, also wenn man es feucht blockt, nicht mehr so auseinandergeblockt bekommt, dass das Muster hinterher gut sichtbar ist, sondern zum Beispiel die Hintergrundfarbe, die Spannfäden so stark auf Spannung sind, dass das einfach nicht funktioniert, dass man das gut spannen und blocken kann und ja in eine vernünftige Form bekommt. Klar sieht es am Anfang immer so ein bisschen wubbelig und wellig aus, aber ich finde, solange man es zwischendurch kontrolliert und guckt, kann man das noch gut auseinanderziehen und ist da Elastizität drin,
und sehe ich jede einzelne Masche gut, ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Und hinterher ist es einfach auch wirklich nur wie mit allem anderen auch reine Übungssache. Und ja, traut euch einfach dran, übt ein bisschen. Und ja, dann sollte es euch eigentlich ganz gut gelingen mit meiner Methode. Und ich hoffe, es hilft euch ein bisschen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, kommentiert sie gerne unter das Video. Und dann beantworte ich euch gerne alle Fragen, die ihr habt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich vielleicht nochmal ein kleines Tutorial hochlade. Ja, mal schauen. Bis dahin wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr tut, bei allem, was ihr werkelt. Und wir sehen uns. Bye, bye.